So, la, komm zurück. Ich glaube, wieder eingefallen, dass ich ja damals, wo ich Dark Souls gespielt habe, beim ersten Mal habe ich ja, glaube ich, halbe Stunden Intervalle gemacht. Das mache ich das jetzt bei Dings hier auch. Kann es sein, dass vor allen Häusern, mit denen ich reden kann, so eine Fackel, so eine Kerze steht? Also, eine Laterne. Ich glaube nicht, dass ihr von hier seid. Tja. Ihr sitzt draußen fest in einer Nacht der Jagd. Ah, oh, ihr armes, armes Ding. Das ist eine sehr erwachsene Reaktion auf meine Lotlage, oder? Tja. Aber eigentlich wollen wir auch nur wissen, eigentlich wie man... Oh, fuck, Vogel. Aua. Eigentlich wollen wir auch nur wissen, wie man Blutmagie praktiziert, oder? Das sind wir ja hier, dachte ich. Unser einziges Ziel ist, irgendwie rauszukriegen, wie das funktioniert. Ich weiß immer noch nicht, wie es mit diesen Blutfionen eigentlich, was es mit denen jetzt in die Aufsicht hat, die jetzt so funktionieren wie... Wie die Lebenspunktesteine in Dark Souls 2? Oder ob die noch irgendwie anders sind? Also hat das irgendwelche Grenzen? Weil ich finde ja immer mehr. Und ab und zu droppen ja auch Gegner, aber andererseits. Also die Gegner droppen die ja selten, aber ich finde die hier im Level. Ich dachte, das wäre eine große Hutsuche. Ja, ja, natürlich, selbstverständlich ist es eine große Hutsuche, aber. Wir suchen vielleicht doch irgendwie nach so einem. Ganz nebenbei, also so als Nebenberuf quasi, also nicht wirklich, also. Man könnte fast schon trivialerweise nebenbei. Geht verschlossen, ja, klasse. Also wirklich so als Nebentätigkeit suchen wir noch irgendwie einen Weg hier. Suchen wir noch einen Weg, Blutmagie zu praktizieren. Was auch immer übrigens Blutmagie ist. Ich hasse ja fernkämpfende Gegner. Aua! Aber wenn ich hier auf die Gegner einschlage, kann ich fast mein gesamtes Leben wieder zurückholen. Also ein ganz kleiner... Eine ganz kleine Menge nicht. Mir ist übrigens noch nicht so richtig bewusst, was der Vorteil daran ist, jetzt Waffen einzuklappen. Also, ich kann das Ding ja hier kurz und lang machen. Mit lang sehe ich eigentlich bis jetzt nur Vorteil. Das Gerät greift immer noch... Oder greift es noch an? Das ist halt auch nicht schneller, ne? Ich kann es halt im Kampf ausklappen. Aber ändert das was? Das wäre jetzt eher so die große Frage, ne? Ändert sich irgendwas, wenn ich meine Waffe einklappe? Ja, warte mal, hier müssen wir nämlich noch kurz durch. Aber am Ende der Straße da hinten waren irgendwie Werwölfe. Dem möchte ich gerade nichts zu tun haben. Ich möchte mir eigentlich mal den Shortcut hier freischalten. Der war hier im Haus. Wenn ich dann so weit bin, bin ich wieder so weit, wie ich jemals war. Ja, hier runter schon nicht, ne? Kiesel. Na, dort habe ich alle erschlagen. Jetzt will ich hier in irgendein Haus rein. Wo ist das hier? Hier möchte ich auf jeden Fall nicht runter, weil da war ich auch schon mal in der Kanalisation, da bin ich dann gestorben. Der Mond schräg die Sonne. Sind die Schadenswerte unterschiedlich? Bei Gegnern jetzt? Ja. Also, ich glaube, die Axt. Achso! Du meinst beim Ein- und Ausklappen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, bestimmt. War denn das jetzt hier? War da irgendwo so ein Haus, wo ich durchlatschen konnte? Oder war es nicht hier unten? Ich habe auch 2600 Blutechos, die kann ich bestimmt für irgendwas. Muss ich an denen vorbei? Gibt es hier noch was Schönes? Außer jede Menge komische Statuen. Die eher so aussehen wie versteinerte Leute. Ich weiß ja nicht, wie groß meine Chancen gegen die lustigen Geister sind hier. Kutsche sieht auf jeden Fall recht monumental aus. Ich kann ja erstmal mit Molly eröffnen, ne? Na gut. Mit nur geringen Eimerkosten konnten wir diese schrecklichen Bestien gerade so erlegen. Dann wollte ich werfen, kann ich ja die immer machen.
Gott, gnade, ich muss leben. Mit so einer Einstellung finde ich aber nicht gerade, dass das mit dem Leben so fair ist. Ah, hier war das Haus. Das ist Shortcut, wie gesagt. Aua! Aua! Warum ein Monster? Ich habe niemandem was getan. Also, ich würde das nicht so. Das ist auch noch so ein großes Rätsel, warum mich hier über die Leute alle als Monster bezeichnen. Sind die irre? Oder hat das vielleicht einen Grund? Bin ich hier wirklich irgendwie ein Eindringling, dass sie mich halt. Dass sie mich halt mit, irgendwie mit Recht als Bestie bezeichnen? Ich meine, das wird ja irgendwoher kommen, oder? Quecksilberkuchen, jawohl. Kräftig geguckt, was man hier noch schön ist. Als die Jagd begann, hat uns die heilende Kirche verlassen, die große Brücke in den Kathedralenbezirk blockiert, da an dem mondhellen Nacht Aldianam abbrannte. Hm. Na, gute Frage. Ja, ich weiß, ich bin gut darin, so gute Fragen zu stellen. Das öffnet sich von der anderen Seite. Also noch mehr Shortcuts. Ich glaube, da haben wir auch 3082 Punkte. Oh, ich hasse diese Feuertypen, ne? Ich habe ganz schön viel Blut auf meinen Klamotten. Ich sollte dagegen bei Gelingen mal was tun. Ich möchte doch ungern sterben. Genau, und hier war der letzte Shortcut nach oben. So, und jetzt können wir hier... Tromsigers zurück. Genau. Alles in einem Wegpunkt. Total einfach. Rundenspiel Carol, Schüler von Birkwen, transkribiert die unmenschliche Stimme der Großartigen das, was heute als Karelruhm bekannt ist. Der Jäger, der diese Werkstattwerkzeuge gegangen ist. Ja, toll. Ist das hier oben jetzt eigentlich offen? Ah ja, tatsächlich. Ist das nicht unser Kumpel von vorhin? Aha. Ihr müsst der neue Jäger sein. Willkommen im Traum des Jägers. Dies wird fürs Erste euer Zuhause sein. Ich bin German, Freund der Jäger. Ihr seid mittlerweile sicher sehr durcheinander, aber denkt nicht zu viel über alles nach. Seht einfach los und erlegt ein paar Bestien. Es ist zu eurem eigenen Besten. Wisst ihr, das ist das Geschäft des Jägers. Ihr werdet euch daran gewöhnen. Ah ja, zieht einfach los und erledigt ein paar Bestien. Das wird schon alles besser. Ja. Dies war einst der Zufluchtsort für Jäger. Eine Werkstatt, in der die Jäger ihre Waffen und Körper mit Blut verbessern konnten. Wir haben nicht mehr so viele Werkzeuge wie einst, aber ihr könnt gerne alles benutzen, was da ist. Sogar die Puppe, wenn ihr wollt. Man merkt meine Erfahrung. Naja, das Ding ist halt, ich habe ja genau diesen Abschnitt jetzt auch schon mehrfach gespielt, ne? Weil ich habe jetzt... Ach, das ist das Lager. Okay, gut. Das ist so ein bisschen unauffällig, das Lager. Also, halt wirklich genau diese paar drei Meter hier, ne? Mit Einsicht kaufen? Dieses Blatt scheint mit Albtraum verbunden zu sein, aber es gibt kein Boot. Mhm. Weil ich ja beim diversen Tech-Test musste ich ja irgendwo hinlaufen. Das war halt hierher. Werkstatt? Was verstärken? Waffenmittel verstärken. Jetzt kann ich hier meinen Hackebeil mit... Ah ja, mit dreimal kann ich das denn... Okay, das ist besser. Nächstes Mal brauche ich 5. Pistole könnte ich auch verbessern. Dann brauche ich auch wieder 3. Habe ich ja da nicht. Waffe reparieren, oder was? Achso, also das gibt... Gegenstände können also kaputt gehen. Wenn ich mich richtig dumm anstelle, gehen meine Gegenstände noch kaputt. Um diesen schrecklichen Traum des Jägers zu entkommen, halten die Quelle, die sich der aufbreitenden Plage der Bestien aufdammt, die Nacht nicht ewig wert. Ist das die Puppe? Die Sachen, mit denen ich interagieren kann, sind nicht immer völlig klar verständlich. Guck mal, die Werkstatt ist zum Beispiel auch nur ein Tisch. Sieht man halt auch nicht sofort.
Hier, das Lager ist halt auch irgendwie nur... Mist. Warte mal. Ekelblüter-rechte Waffe. Werkstatt-linkse-Waffe. Ekelblüter-linke-Waffe. Werkstatttracht, Kirchentracht, Ekelblütertracht, andere Trachten. Fremdlandtracht. Na toll. Das ist ja alles sehr eindeutig hier. Der Grabstein von Diana, was das hier noch schön ist. Kein Aus zum Wachen. Achso, das gibt noch andere Orte. Oh, wer ist er denn? Ach, das ist die Puppe wahrscheinlich. Eine verlassene Puppe. Eine verlassene Puppe. An der kann ich leveln, aber aktuell nicht. Ja, moin. So, jetzt könnte ich zumindest... Ich könnte zumindest Klamotten kaufen. Und halt Mollys. Jetzt habe ich mein ganzes Geld für Gegenstände ausgewählt. Ausgegeben. Ah, nicht fürs Leveln. Kann ich nicht. Warum nicht? Hä? Achso, ich muss das hier machen. Ach guck mal, jetzt sieht doch schon viel mehr aus wie ein Jäger. Mit meinen tollen Dreispitz. Ich hätte auch gerne so einen Dreispitz. Ich muss mir mal einen Dreispitz kaufen. Kelch der kurzen Ritual wird zum Ritual benötigt. Heiliger Kelch für Ritual benötigt. Zweiter Ritualaltar. Heiliger Kelch für Rituale benötigt. Mensch! Es scheint, als könnte ich hier nichts machen. Na gut, dann, reisen wir erstmal weiter. In das Zentrum von Jan. Ich habe halt immer noch nicht gerafft, worum es hier nicht geht. Ist ja völlig klar, ne? Schildner ist verrückt mit der Weisheit des Großartigen. Bringt Einsicht. Kontakt mit der unheimlichen Weisheit ist ein Segen, selbst wenn man davon verrückt wird, die man davon doch fortan einen höheren Sinn für die Nachwelt. Was? Ist das jetzt gut oder schlecht? Das funktioniert zumindest noch so wie im Dark Souls. So, das ist jetzt. Das ist unausgeklappt. Also, ausgeklappt macht mehr Schaden, aber kann ich. Nee. Ich würde gerade gucken, ob ich im Kampf das Ding ausklappen kann. Das Werkzeug. Kann schon auf, wenn ich das Tier. Oh, ermäßigendes Blutedelstern. Was bringt der denn? Hey, ich habe eine Trophäe erhalten. Wofür auch immer. Nee. Ein Blutedelstein, der Waffen verstärkt und verschiedene Eigenschaften hinzufügt. Blutedelsteine sind sehr seltene Blutsteine, die durch Kaltblut wachsen. Blutedelsteine werden mit Werkstattwerkzeugen in Waffen eingearbeitet, wenn die Form übereinstimmt. Die meisten strahlenden Blutedelsteine haben Effekte, die sich auf die physischen Angriffe auswirken. So. Na gut. Nach nur drei Heiltränken rumwürgen und ein bisschen hin und her abweichen, war das überhaupt gar ausweichen, war es ja überhaupt gar kein Problem, diesen Gegner zu Fall zu bringen.
Ich habe quasi überhaupt nicht mich dafür angeschränkt. Komisch, dass es das ausklappt und beiden besser, dass ich das falsch. Ja, keine Ahnung, es gibt bestimmt irgendeinen Grund dafür, kurze Waffen zu verwenden. Also, die haben halt weniger Reichweite und machen weniger Schaden und greifen genau gleich schnell an. Aber das gibt da bestimmt noch einen Grund dafür, warum das irgendwie was bringt. Kann ich die eigentlich auf den. Nee. Ich kann keine Blutechos, während ich Treppensteige einwerfe. Das ist interessant zu wissen. Ein bisschen Quatsch, oder wenn ich kann noch. Kann ich einfach so rasten? Nee. Also, ich kann nicht wie in Dark Souls am Leuchtfeuer einfach nur sitzen. Das geht nicht. Ja, ja, in der Tat. Genau so. Meine Waffe macht jetzt sowieso minimal mehr Schaden. So, die Hammerdinger-Typ müsste ich ja nicht tot kriegen, oder? Schaden nehmen, wenn ich die Molly an den Kopf werfe. Naja, okay. Das war jetzt nicht ganz so. Also ohne Mollys kriege ich die nicht tot. Also. Oder mal, bringt es da vielleicht eine Kurzwaffe zu haben? Guck mal, jetzt nehmen sie 37 Schaden. Dass der Wind-Up vielleicht kürzer in die Waffe eingeklappt ist. Also ich habe übrigens gerade im Kampf die Waffe ausgeklappt und konnte damit irgendwie Schaden machen. Also irgendwie gibt es da Kombo-Potenzial. Und hier. Ach so, das ist die andere Seite von der Hütte hier. Okay. Was auch immer das bringt, das sind 3 Meter Abkürzung. Muss ich das verstehen? Wofür das gut sein soll? Hier, ach ja, genau, das ist hier oben zur Hauptstadt. Da standen wir vorhin schon oben. Das wusste ich schon, weil ich das bei meinen Testen schon hierher gekommen bin. Es hängt irgendwie alles zusammen. So ein bisschen, zumindest. Ne? Hier sind die Hunde, genau. Wie gesagt, hier war ich beim Testen auch schon. Also, wo ich vorgestern rumgetestet habe mit der Capture Card, bin ich noch ein bisschen weitergekommen als hier. Ich höre hier noch einen Hund. Hier sind ganz viele Hunde. Die wollen mal ausbrechen? Ob die jetzt einfach eiskalt in ihren Käfig abschlachten und die werden nie irgendwas tun. Ich meine, better safe than sorry, wa? Oh, hier ist noch Licht an. Kann ich hier klopfen? Nee. Ich will noch mehr in die Hunde. Ich meine, wer mag bitte schon Hunde in Soulsborne spielen? Und wo geht's da hinten hin? Also der Weg da unten sieht auf jeden Fall interessant aus. So, als wollten wir da vielleicht in nächster Zeit mal hin. Nicht wahr? Der Hund bellt die Tür an. Oh, ihr seid ein Jäger, nicht wahr? Und, tja, kennt ihr einen sicheren Zufluchtsort? Nicht direkt. Ich habe vieles gehört. Sich zu Hause einzuschließen reicht nicht immer aus. Würde die Jäger den Hintern bewegen, hätten wir diese Probleme nicht. Ihr Was? Seid dazu verpflichtet, mir zu helfen. Hört ihr? Also, wie ist es? Erzählt ihr mir davon oder nicht? Nein. Ja, ich hätte es wissen müssen. Ihr seid zu nichts Nutze. Ihr habt keinen Respekt vor dem Alter. Das ist es. Ja, diese Fremden sind wirklich gut für uns. Na los, gebt es zu. Ihr haltet uns doch alle für verrückt. Ach, verschwindet. Was soll's? Ich kenne alle eure Tricks. Ja. Was ist denn jetzt noch? Ich kann meine Zeit sinnvoller verbringen. Wie denn? Ihr habt einen schönen, sicheren Ort für mich gefunden? Nein. Ja, ich hätte es wissen müssen. Ihr seid so... Ja. Nein, ach. Also für Sie kann ich anscheinend einen sicheren Ort finden. Worum er da liegen soll. Ja. Hä, hey, das Vieh sieht irgendwie anders aus. Ich habe nur noch einen Molly. Hm.
Aber schön, dass die meisten Gegner Blutfionen droppen. Kann ich ja noch was kurbeln? Nee. Ne, der Wind-Up ist tatsächlich länger. Uff. Das ist ein komischer Schützentyp. Also auf. Die kurzen Waffen hauen tatsächlich ein bisschen schneller zu, glaube ich. Kettplotter. Also bin ich auf jeden Fall schon mal gestorben. Glaube ich. Merkst du aber Kugeln? Warum hier lauter abgeschlossene Särge rumstehen? Die Leute scheinen ja irgendwie einen gewissen Respekt vor den Toten zu haben. Da hinten ist noch so ein fucker Typ. Okay, rumballern. Das wäre ein kleiner Vorteil für schwächere Gegner. Aber für schwächere Gegner ist auf jeden Fall... What? Für schwächere Gegner ist auf jeden Fall die lange Axt natürlich besser. Was hat dieser Dark Souls Soulspawn-Spielemacher eigentlich mit diesen Leuten, die mit der Säge rumrennen? Wir erinnern uns an die dicken Typen aus der Dark Souls 3 und die hier, die haben so alles eine Zweimannsäge bei. Wer rennt da bitte schon mit einer Zweimannsäge in der Hand rum? Oh, das da unten sind Ratten, wa? Die Zweihandwaffe ist bestimmt die Einheit. Ich glaube nicht, dass die aus den Särgen rauskommt. Kraftigers Cage heißt das Zauberwort. Krähen sehen mir nicht besonders fit aus, ne? Weil die Pistole hat leider überhaupt keine Reichweite. Wir könnten noch tiefer gehen. Will ich das denn? Ganz schön widerstandsfähig, die Burschens hier, ne? Gut, schon Scherben, ne? Man droppen sie was Gutes. Hallo, Obmarp, ich grüße dich. Kurz vor Ende mal wieder. Wie immer eigentlich. Es tut mir wirklich leid, aber ich. Muss noch wichtige Dinge tun. Ja, die hätten ja gar nichts mehr aus hier. Die haben uns schon gewöhnt, das ist ja schön. Ich weiß leider nicht so richtig, wo ich hier lang muss. Ich habe halt in keinem meiner Testläufe den ersten Boss gefunden. Also es gibt hier irgendwo einen Boss. Und der muss eigentlich relativ am Anfang sein, aber denkst du, ich weiß nicht, wo der ist. Also, keine Ahnung, was. Da unten der Weg sah so aus, als würde es auf jeden Fall zum Boss führen, aber keine Ahnung. Ich kann hier genauso gut gleich nach Schandstadt gehen. Ich habe übrigens schon lange kein Dark Souls 1 mehr gespielt, wäre ja auch mal wieder Zeit, ne? Haha, wieder voll geheilt. Kiesel. Warum mal die komischen Vögel? Kieselbeier. Was ist das denn? Was ist ein Vogel? Ein Vogel, den ich nicht anvisieren kann, weil er hinter den Fässern steht. Wie bist du, dumm Vogel? Ich glaube nicht, dass ich da runterspringen möchte. Ich würde maximal gerne Modi runterwerfen, aber ich habe leider keine mehr. Oh, guck mal, da hinten ist eine Leiter, die von ganz oben nach ganz unten geht. Aber ich kann ja nicht ranlaufen an die Ampel. Nila. Achso, warte mal, ich muss wahrscheinlich. Nehme ich mal. Ach, du Scheiße! Kann man dich suchen. Ich muss wahrscheinlich. Was ist denn der Hinweis hier? Du bist am richtigen Ort. Was ist das hier für ein Geist? Warum steht der hier? Der Typ am Anfang hat ja auch gesagt: Nun ja, ihr seid am richtigen Ort. Ich vermute mal, dass ich. Hinten ist soweit aus wie ein Schalter. Dass ich hier hinten die Leiter runter muss und dann woanders wieder hoch. Also die Leiter hinten runter und dann die große lange Leiter, die ich gerade gesehen habe, wieder hochschleppen muss mich irgendwie. Mal gucken. Vielleicht klappt das sogar so, wie ich mir das vorstelle. Das wäre großartig und ich würde mich sehr freuen. Ich hätte diese Leiter übrigens für eine Zumutung.
Klasse. So ein bisschen Kanäle haben wir hier. Was ist hier? Also diese komischen lustigen Skelette, die wir quasi lebendig gesehen haben, kurz nachdem wir die lustige Infusion erhalten haben. Eine Sackgasse? Wirklich? Die scheinen hier auch überall in der Kunst Einfluss zu erlangen. Oder erhalten zu haben. Na, da wissen wir ja sicher, dass die vier Leichen, die da unten liegen, bestimmt gleich aufstehen werden, oder? Soll bestimmt nicht so viel rennen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es besonders klug wäre. Ich habe keine Ahnung, ob es in diesem Spiel nur Wände gibt. Du bist am richtigen Ort. Ich würde mal fast behaupten, es gibt keine Illusionswände. Zumindest ist bis jetzt noch keine untergekommen. Das hier wäre schon mal ein Premium-Ort für Illusionswände gewesen. Es geht sogar noch tiefer darunter. Licht da wirklich runter? Vorsicht vor Überfall. Ja, nee, ich verzichte. Ich will da eigentlich gar nicht runter. Ich kann genauso gut erstmal hochgehen. Vielleicht gibt es ja auch einen Wegpunkt. Runtergehen. Wieder runtergehen können wir auf jeden Fall immer. Das ist ja noch. Das ist ja im Rahmen der Möglichkeiten, ne? Was ist jetzt mal bei dieser Brücke? Nee, das ist. Doch, das ist die Brücke, wo wir vorhin waren mit den Hunden, oder? Nee. Noch mehr Krähen. Sterbt, ihr komischen Federviecher! Wissen der Verrückten. Was? Kiesel? Was soll das denn? Wissen der Verrückten. Schädel eines Verrückten mit der Weisheit des Großartigen. Bringt eins. Ich Kontakt mit der unheimlichen Weisheit ist ein Segen, denn selbst wenn man ihn davon rücknimmt, die man. Ja, gut, das haben wir vorhin schon in der Nadelbildung gelesen. Was soll man uns das sagen möchte? Scheiße, das ist ja so ein Typ hier. Warte mal, dann möchte ich auch mal mit der Tür reden. Verdammter Fremder, ihr wollt mich dazu bringen, die Tür zu öffnen? Oh Himmel, diese Verdorbenheit! Hey! Verdammter Fremder, ihr wollt mich dazu bringen... Ist das so ein Hammerding oder ist das so ein besserer noch? Habe ich jetzt immer wieder Möllis gefunden? Ja, die ist hier mit Öl bedeckt. Das bringt mir aber nichts, oder? Weil mit Öl bedecken heißt ja nicht gleich brennen. Ich werf das Ding einfach mal. Mit Ölbedecken bringt halt nichts, wenn man keinen Molly hinterher schmeißt, ne? Glänzende Münze. Naja, immerhin. Ach ja, da oben geht's noch weiter hoch. Na gut. Ich glaube, haben wir das Gefühl, dass die hier keine Fremden mögen. Also, das ist jetzt so mein Eindruck, dass die was gegen Leute haben, die von außerhalb kommen. Oder? Also, so richtig, so Freudensturmer sind es bis jetzt noch nicht begegnet. Wo ist denn die Tür wieder? Ist mein Gerät verschlossen? Achso, wahrscheinlich von diesem Gerät. Na! Erbärmlich. Wirklich. Das ist der Hof. Genau, hier links sind die. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Das ist aber. Also, richtiger Short-Shortcut ist das aber auch nicht. Das ist ein ganz schöner Weg, um bis hierher zu kommen. Also, was ist ganz schöner Weg? Das ist einmal runterschön. Ja, so richtig weit ist es nicht. Aber es ist halt nicht direkt so um die Ecke. Die Leute hier haben auf jeden Fall eine sehr aktive Sargbauergemeinschaft, ne? So viele Särge, wie hier rumstehen. Also, das ist da leider. Das ist bestimmt gutes Geld hinter, nehme ich mal an. Hui!
Oh, kommen die einzeln? Ach, die kriechen so oder so. Ich dachte, die stehen bis drin hier auf. Die Geschwindigkeitswunder ist ja nicht, aber ich ahne, sobald ich hier zuschlage oder in Reichweite komme. Die halten ja ganz schön viel aus, die komischen kriechenden. Ja, jetzt so Molly, das wär's, ne? Na gut, das ist jetzt nicht gerade der Höhepunkt des Überfalls. Aber stehen die immer wieder auf. Nee. Was tot bleibt, ist tot. Aber was tot ist, kann niemals sterben. Anscheinend ja doch. Es bleibt ja liegen. Haha. Na gut, das war jetzt alles jetzt. Ist ja noch einer. Hab ich jetzt nicht gerechnet. Na gut, dass er schon ein bisschen Zeit damit verbracht hat, irgendwie doof rumzustöhnen. Die halten halt alle recht viel aus, ne? Vielleicht mit der kurzen Waffe? Ja. Gehen zumindest krachen. La la la. Vögel. Die Vögel halt echt wenig machen. Ne? Oh, die hacken mir doch die Augen aus. Das ist nicht schön. Ist hier lang? Fallen. Nö, keine Fallen. Die Story, dass wieder viel Raum für Spekulationen nerven. Darf so ausgehen. Man könnte ja auch fies behaupten, dass der japanische Storyschreiber sich einfach keine richtigen Geschichten ausdenken kann, die voll erklärt sind und deswegen so viele Cliffhanger lässt. Weil er gar nicht in der Lage ist, das Spiel richtig. Nö! Der kann sich gar nicht ausdenken, wie das alles zusammenhängt. Das ist. So wie ich. Ich habe mir auch so durch viele, viele Fantasy-Universen ausgedacht. Aber denkt ihr, ich kann da so wie zu einem kohärenten Werk zusammenschreiben? Nee, kann ich natürlich nicht. Warum gibt es denn hier immer so eine Seitengänge? Doch nicht irgendwie. Ich glaube, es kostet weniger Ausdauer, mit den kleinen, mit der kurzen Waffe zuzuschlagen. Was ja meint sich auch logisch wäre. Noch mehr Vögel. Also einer halt. Nee, zwei. Das wäre halt voll die böse Überraschung, wenn das Spiel auf einmal irgendwie einen großen Vogel, ne, bei mir runterdroppen würde. Und was richtig Großes. Und was Tödliches. Ne? Wie geht man jetzt lang? Klang. Was ist das, der andere Ort hier, wo ich vorhin schon mal runter... Also, wo ich nicht runtergesprungen bin, welche Sache, das kenne ich. Aha, warte mal. Nee. Ich weiß, wo ich bin. Das hier hinten kann ich jetzt noch das andere Tor aufmachen, oder? Ach, der Fahrstuhl ist das hier. Das geht, funktioniert das halt nicht. Achso. Ich weiß übrigens nicht, ob ich mich in Jana und Hut fliegen würde, wenn ich mich so einen Fahrstuhl anvertraue. Genau, jetzt sind wir hier. Ah. Also ein weiterer Shortcut, den wir jetzt hier mit freigeschalten haben. Aber das kann erklären, dass ich hier so einen Niedermantel trage, der halt die wahrscheinlich eigentlich recht schwer sein sollte. Vor allem, wenn er mit. Und da vorne sind noch mehr Leute. Was ist das da hinten für eine Bubble? Ach du Scheiße. Das ist ein Problem. Oh. Dann wird auf eindrucksvolle Weise geklärt, dass man sich frühzeitig Gedanken machen sollte, was für eine komische Bubble das da ist. Hat die noch was anderes gemacht, die Kugel? Oder sie ist jetzt ja runtergerollt und jetzt? Wo ist sie jetzt hin? Na gut. Achso, der Typ hat die Kugel geworfen. Man macht dann sowas. Das ist ja schon irgendwie ein bisschen frech, ne? Um welche Kugeln zu werfen. Das ist wieder so ein Hammerdinger hier. Na gut. Ja. Oh, lass mich in Ruhe mit deinem scheiß Schild. Also wirklich. Oh, ich bin tot. Na gut,
Denn würde ich sagen, belassen wir es dabei mal. Und beenden das Ganze für heute.